Der Stuhl quietscht ja ziemlich. Hallo und herzlich willkommen bei einem wunderschönen Projekt, das gar keinen Sound hat. Und ich habe schon mal aufgenommen, damals, ich glaube vor einem Jahr oder zwei, nur ohne Ton. Der Ton wurde nämlich gelöscht. Und ich habe gerade eben eine Testaufnahme gemacht und der Ton scheint wunderbar zu funktionieren. Und ihr seht mich hier gerade in meiner weißen Anstalt. Ist super hier. Man hat nämlich Maßnahmen ergriffen, nachdem man die letzten Videos von mir über Yearwalk gesehen hat. Und hat mich in eine Zelle gesperrt, die so steril ist, das will man gar nicht glauben. Aber ja, nein, ich bin hier in meinem Quartier, in meinem kleinen Zimmer. Bei meiner besten Freundin untergebracht. Und ich nehme hier an einem wunderschönen Sonntag SMB3 auf. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu sehr vermisst. Warum auch? Das sind ja nur 300 Abonnenten. Und deswegen, wegen 300 Abonnenten, spielen wir SMB3. Nein, ich habe einfach nur Lust auf SMB3. Und auf ganz vielen anderen Retro-Kram und auf ganz vielen anderen Kram, der noch kommen wird, wie zum Beispiel The Legend of Zelda Majora's Mask. Ups, was habe ich denn da verraten? Und das kommt mit einem Gast. Yay. Wann das kommt, frag mich. Das kann dauern. Ich weiß noch nicht mal, wann das hier hochkommt. Das da. Ach ja, und ihr seht mich. Falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, ne, außer dem Videospiel-Sound und mich, dann ist es entweder jemand, der reinkommt, oder es ist jemand. Nee, oder es ist niemand, denn es ist der Boiler, der da hinten ist und der an sein muss, damit die Leute hier auch nicht frieren. Ah. Schön nervige 8-Bit-Sounds mit Lagging. Hm, es gibt nichts Schöneres. Wie hab ich's vermisst? Was war das denn? Ich hatte Anlauf. Ich hatte Anlauf und bin geduckt geflogen. Das hatte ich noch nie in meiner ganzen SMB3-Laufbahn. Wahnsinn. Das fasziniert mich wirklich. Mein Kommentarstil ist ein bisschen eingeschränkt. Aus Gründen, weil ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen. Und ich hatte gerade einfach Bock drauf, weil ich eigentlich heute mal nichts machen möchte. außer ein bisschen was für die Uni, weil jetzt die Prüfung gleich. In 2 Stunden schreibe ich Prüfung. Nee, bald kommen. Gib mir meinen 2. Stern und gut ist. Ja, aber das will ich heute Abend machen. Wir haben jetzt 2:30 an einem Sonntag. Was willst du um 2:30 am Sonntag machen? Es ist Sonntag, weißt du? Da läuft auch nichts in der Klotze. Ach du Scheiße, war das mies. Das ist das, Bro. Boah. Mein Laptop hängt. Mein Laptop ist inzwischen schon so schlecht, der kann nicht mal mehr dieses Spiel hier ertragen. Nee, ich hab... Gibt's hier irgendwo noch ein Blatt? Das hätte ich nämlich vielleicht dann gerne. Da ist ja echt ein Blatt. Und Münzen. Man lernt nie aus. Das habe ich nämlich gar nicht mehr... Das habe ich gar nicht gewusst. Weil nur, dass hier das Secret gibt, das will ich mir holen. Weil hier erwartet mich dann auch nochmal ein Leben. Und zwar ungefähr hier. Komm, enttäusch mich nicht. Ich habe mich ein bisschen selbst enttäuscht. Oh shit. Da bin ich vom Analogstick abgerutscht. Spielt dieses Spiel niemals mit einem Xbox Gamepad. Spielt es so, wie es gedacht ist. Mit einem Steuerkreuz. Wie damals. Ich habe das Spiel... Komm, wir holen uns das Secret. Ich will dir jetzt mal zeigen, was ich drauf habe, obwohl ich hier eigentlich... obwohl ich eigentlich mir hier jetzt den nächsten Stern holen kann.
Aber wir holen uns jetzt erstmal das Secret. One toot on this whistle will send you to a far away land. Wir haben unsere erste Flöte, die wir nicht benutzen werden. Wir werden das Spiel zu 100% durchspielen, das heißt, wir werden jedes Level machen. Und wir werden nichts überspringen. Ja, habe ich eben erwähnt, dass die Flöte uns in andere Welten bringt. Ein einfacher Pilz, darüber freue ich mich jetzt gar nicht, aber später wahrscheinlich schon sehr, wenn ich meine ganzen Blätter nicht mehr verhauen will. Und jetzt kommt ein Scrolling-Level, das ich sehr, sehr liebe und das alle hassen, aber ich liebe es. Hier 100%, da holen wir uns hier den letzten Stern in unserer Karte und kriegen dann 5 Leben. Denn Leben müssen wir farmen, um später ganz weit zu kommen. Wie lange ich jetzt aufnehmen werde, weiß ich nicht. Die letzte Aufnahme von SMB3, die ja leider tonlos ist. Aber Bild ist da. Ging ungefähr 3,5 Stunden. Habe ich in 3,5 Stunden das komplette Spiel durchgespielt. Auch wieder mit komplett allen Sachen. Noch ein Leben. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich das trotzdem hochlade, ne? Auch ohne Ton. Ich kann ein bisschen Ton drunter legen, kann mir vielleicht ein paar Leute zur Seite nehmen, das nochmal drüber kommentieren vielleicht. Und uns einfach ein bisschen über mich lustig machen. Habe ich mir gedacht. Wenn ihr das also wollt, mit billigen Drüber-Kommentar, dann sagt Bescheid. Dann kriegt ihr das auch noch. Aber an einem Stück, das schneide ich da nicht extra. Ich will ja nicht extra Geld verdienen an euch. Doch, eigentlich schon. Ich habe das letzte Mal im YouTube-Money mir Kinokarten bezahlt. Für die Deadpool-Vorpremiere. Auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Ah, es gibt doch nichts Schöneres als einen Sonntag mit gutem Tee und SMB3. Ach, das wird so schön. Na, was machen wir denn hier? Und okay. Komm schon. Du Arschgesicht! Das hätte 3 Leben noch mehr gegeben. Ah. Was soll's? Sollen wir uns hier auch die Flöte holen, einfach um das Secret zu zeigen? Ich meine, Karte kriegen wir hier eh nicht, von daher. Klar, warum nicht? Schaffen wir es noch nach oben? Macht den Dry Bones kaputt. Knochen trocken. Die. Ja, ich wollte heute noch ein paar. Ich hab den Dry Bones weggeklitscht. Okay. So, jetzt drücken wir hier nach oben. Und kriegen unsere zweite Flöte, die wir nicht benutzen werden. Hier ein paar Secrets für die Leute, die schnell irgendwie das Spiel durchspielen wollen. Meine Kamera ist gerade ein bisschen asynchron. Ich hoffe, das fällt nicht auf. Und rutsch weg. 13 Leben. Also ich könnte jetzt, by the way, schon nach Welt 8 und könnte das Spiel durchspielen. Das könnte ich wirklich machen. Das Secret nehmen wir uns auch mit. Nehmen uns alle Secrets mit, wo ich weiß, dass es welche gibt. Ist halt immer schwer, sich an alle zu erinnern. Oh, holen wir uns noch um Münzleben, würde ich sagen. Sehr schön. 15 ist eine schöne Zahl, damit können wir was anfangen. Da hinten ist nie was, da braucht er gar nicht abzuwarten, dass ich dann irgendwie bleibe. Schwupp, schwupp. Wir kommen doch gut durch. Aber ich meine, gut, das ist Welt 1. Was willst du sagen? Welt 1 habe ich öfter gespielt als Unterhosen gewechselt. Also, wisst ihr, das ist einfach. Ne? Hab Welt 1 wirklich öfter gespielt als meine Unterhosen gewechselt, glaube ich. In all meinem Leben. Es ist nämlich immer mal wieder so, ich spiele hin und wieder einfach mal Welt 1 und dann Welt 2, aber dann hört es irgendwann auf und dann bin ich nimmer. Auf der Wii U-Version bin ich gerade. Oh, im Leben. Ah, das haben wir leider nicht mehr bekommen. Schade. Naja, was soll's.
Auf meiner Wii U-Version bin ich, glaube ich, in Welt 7 oder so. Nee, in Welt 5. Auf meiner 3DS-Version bin ich in Welt 7. Aber ich spiele es irgendwie nie durch. Also irgendwie so, mir fehlt irgendwie die Motivation, dann irgendwann das Spiel durchzuspielen. Weil es wird halt am Ende schon echt hart. Das heißt hart. Wirklich hart wird's inzwischen nicht mehr. Ich hasse Welt 7 immer noch und immer, ich komme dann immer in Welt 7 und schaff die easy. Und dann, weißt du, ach, leck mich doch einfach. Memory. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da ein One-Up gewesen wäre. 10 Münzen, die sind direkt da. Na, wäre ja auch ein Wunder gewesen. Das erste Mal Memory geht immer daneben. Immer. Pick a box, its contents will help you on your way. Jawohl, ja. Und ein Blatt. Ich könnte ja ein Safe State setzen, jetzt einfach durchspielen und dann nochmal von vorne machen. Ein Sternchen. Ich weiß nicht, ob das komplette Let's Play mit Cam sein wird. Da habe ich keine Ahnung. Ich wollte das jetzt erstmal machen. Kann natürlich sein, dass das hier mein Laptop so überlastet, weil jetzt alles läuft. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change him back. Nee. Sorry. Echt nicht. Aber ja, gut, machen wir halt. Mir ist es aber noch nicht gelungen, glaube ich, ein gutes Level im Mario Maker im SMB3-Stil zu machen. Ich weiß nicht, SMB3 mein absoluter Lieblings-Mario-Teil. Diese ganzen neuen Mario-Teile, dieses New Super Mario Bros. Und New Super Mario Bros. U, die sind zwar in Ordnung, aber es kommt halt nichts mehr an SMB3 ran. Und auch nichts mehr an SMW, also das ist irgendwie... Das brauchen sie auch nicht zu remaken, das ist... Einfach, das, da kommt, noch nicht mal das Remake würde da irgendwie rankommen. Deswegen. Einfach das Originalspiel immer wieder raushauen. Ich wollte auch Pokémon spielen. Das wollte ich auch spielen, ja, Pokémon. Ah, ich muss euch meine neue Lebenserkenntnis hier zeigen. Was heißt zeigen? Ich trinke ja Tee. Ich habe gerade so einen Kratzen im Hals, ey, was ist los? Das ist Kirschblütentee. Aber leider aus einem billigen Beutel, nicht aus original Kirschblütenblättern gemacht. Es sind nur Extrakte da drin, von daher alles billig. Aber hey, ist ja auch egal. Oh, thank heavens, I'm back to my old self again. Thank you so much. Here is a letter from the princess. Ich lese das jetzt alles auch tatsächlich zum ersten Mal seit allen Jahren. Greetings! If you see any ghosts, be careful. They will give chase if you turn away. I have enclosed a jewel that helps protect you. Princess Toadstool. Beach! Und wir haben einen schönen P-Flügel bekommen. Yeah. Dun, 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 dun. Bum, 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 bum. Und ja, ich habe festgestellt, vorhin beim Frühstück, dass sich ein fettes Nutella-Brot, ich habe übelsten Zuckerschock, ich habe mich ein bisschen übernommen mit dem Nutella, ich meine mit der Nuss-Nougat-Creme. Jetzt schuldet mir Nutella natürlich hier... Ach du heilige Scheiße. Product Placement Gebühren. Ich habe leider keinen Platz, sonst hätte ich das nächste Secret holen können. Ach du heilige Scheiße. Aber ja, mein Gott, wir nehmen halt alles mit, was wir können. Gibt's noch eine dritte Flöte? Ja, die gibt's tatsächlich noch. Nein! Nur ein Pilz! Ich sterbe vor Hass auf mich selbst. Das darf uns nie wieder passieren. Bam, bam. Vielleicht kriege ich ja hier jetzt mehr Leben. Wir denn? Wir kriegen tatsächlich den Stern. Oh, komm schon, wirklich doch. Ach ja, komm schon. Das war ein Stilz. Ah, hier kommt mein Lieblingslevel mit der Sonne. Ich frage mich, warum die Sonne noch nicht im Mario Maker ist. Aber zurück zu meiner Erkenntnis.
Ich habe einen übelsten Zuckerschock von der Nuss-Nougat-Creme, der Namen ich eben erwähnt habe und mich jetzt weigere, ihn wieder zu erwähnen. Und diese Nuss-Nougat-Creme, nee, das will ich jetzt nicht aktivieren, verträgt sich im Geschmack mit Kirschblütentee absolut gar nicht. Also das schmeckt wirklich wie Kotze. Und du schmeckst ja deine eigene Kotze, wenn du aufstößt und dann kommst du hoch und du denkst dir so, oh holy, jetzt sterben alle Menschen um mich rum. Aber ja, Kirschblütentee und Nuss-Nougat-Creme, nein. Das verträgt sich leider nicht. Schade. Soll ich nochmal Castlevania spielen? Ich habe dieses Jahr 20-jähriges Castlevania-Jubiläum. Ich habe es ja zum ersten Mal, also den zweiten Teil, Castlevania 2 Samus Quest, habe ich ja zum ersten Mal vor 20 Jahren zum ersten Mal gespielt, wo ich 3 Jahre alt war. Ich habe ihn da auch schon erfolgreich durchgespielt. Ja, ich war mit 3 schon Nerd und ein übelster Spacko, aber das interessiert ja keinen. Hier der Tipp von der Prinzessin, wenn wir uns von Dingern wegdrehen, dann sind sie böse pisst. Bom, bom. Und ja. Ist meine Tür eigentlich zu? Ja, gut. Weil die Musik kann hier schon derb abnerven. Die Stelle hasse ich ja so ein bisschen. Ich nehme hier eigentlich immer einen Hit. Einfach aus Gründen. Jetzt da oben rauf, ich... Oh Gott. Der andere verfolgt mich immer noch. Und da rein. Und den Boss schnell erledigen. Den sind wir jetzt auch zum ersten Mal. Weil wir ja beim ersten Zwischenschloss die Flöte mitgenommen haben. Und deswegen wurde auch dieses Ding nicht zerstört. Und ich muss mal was ausprobieren. Ich habe was gelesen. Wenn ich noch einen Hammer übrig habe, sollen diese Schlösser auch mit einem Hammer kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das nämlich wirklich noch nie ausprobiert. Aber es gibt ja für alles ein erstes Mal. Und deswegen gucken wir mal. Noch ein Pilz. Okay. P-Flügel heben wir uns alle für Welt 8 auf. Wir cheaten da schon ordentlich raus. Nee, wir machen das so. Wenn ich mich jetzt später noch dran erinnere, dass wenn wir dann in Welt 8 sind. Ich probiere alle Level so. Und wenn ich es nicht schaffe, überfliegen wir sie einfach, weil ich habe die schon ewig nicht mehr gespielt. Das letzte Mal, wo ich ein Level aus Welt 8 gespielt habe, war also komplett ohne den P-Flügel und so weiter zu benutzen, war im... Oh, nice! Let's Skillshots. Oh, oh. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Ach du Heilige. Aber ich habe eben schon gedacht, ich käme da nicht mal raus. Ich wurde da gerade automatisch reingedrückt. Da war irgendwo noch ein P-Switch versteckt. Ich habe jetzt aber leider keine Ahnung, wo ist da oben eigentlich noch irgendwas? Anscheinend nicht. Ja, wo war ich jetzt? Ah ja, wenn ich... ich habe das jetzt mal im Level aus Welt 8 gespielt, so richtig. Also ich rede jetzt nicht von den ganzen Panzern, von den ganzen Schiffen. Das war auf der Gamescom. Mit meinem Gay-Bro Alex. Oder kennt der E-Mobil, den vielleicht kennt. Da haben wir auf der Original-NES das Spiel gespielt. Wir haben uns einfach eiskalt die Flöten genommen, haben uns nach Welt 8 gecheatet und sind da halt ordentlich auch... krepiert, weil wir keine Items hatten, gar nichts. Und, yeah, Memory! Und ja. Pilz nehme ich? Das One-Up. Oh Gott, wo war das One-Up? ja, jetzt haben wir wieder die 10 Münzen. Wahrscheinlich waren sie direkt nebendran und keiner hat's gewusst. Oh.
Dead Ugly Game Bug Glitch Dingens. Da kommt noch alles weg. Ein Hammer! Soll ich mir die dritte Flöte holen? Och nee. Ah! Krise. Die sexy Sonne. Yo. Boah, Steffen, du hast so verkackt.